Die Bundesregierung sagt für das Jahr 2024 im Westen eine Nullrunde in der Rente vorher. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Der aktuelle Rentenversicherungsbericht vom 25.11.2020 liegt mir vor und dort steht auf der Seite 32 für den Bereich des Westens, dass es im Jahr 2024 keine Rentenerhöhung geben wird. Und zwar steht dort die Zahl in der Rentenwertsteigerung 0,00. Und für den Bereich Osten ist es wieder eine ganz kleine Rentenerhöhung von 0,71%. Entschuldigung. Ich habe erst gedacht, dass das ein Schreibfehler ist, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das Bundesarbeitsministerium bei solchen wichtigen Zahlen einen Schreibfehler hat, denn dort steht ganz klar und eindeutig 0,0. Das heißt also, die Bundesregierung hat mit der Veröffentlichung dieses Rentenversicherungsberichts prognostiziert, dass es im Jahr 2024 in den alten Bundesländern keine Rentenerhöhung geben wird. Warum das so ist, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Es gibt keinen Grund. Für das Jahr 2021 liegt der Grund darin, dass wir einen Lohnrückgang haben. Aber für das Jahr 2022 und 2023 gibt es prognostizierte Rentenerhöhungen nach dem Rentenversicherungsbericht. Und die Bundesregierung geht aller Voraussicht nach auch davon aus, dass die Lohnsteigerungen hier entsprechend vorliegen. Auch für das Jahr 2024, so steht es in dem Bericht geschrieben, gibt es aller Voraussicht nach keine Rentenerhöhung. Ich denke mir, wir sollten es abwarten. Wir haben ja noch ein paar Jahre Zeit, bis dann die realen Zahlen vorliegen. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall schon mal berichtenswert, was hier so veröffentlicht wird. Näheres zum Thema Rentenerhöhung finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.